Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Papers, Please. Es lebe Arstotzka. Hier haben wir wieder mal die schöne Zeitung, die unbezahlbar ist natürlich. Ja, die Geschichte Arstotzkas in Bildern und Worten. Meisten Worten. Ja, wir sehen nicht sehr viele Bilder. Zwei Bilder insgesamt. Und können die da überhaupt alle dazu? Ja, doch, die können beide dazu. Da bin ich mir ziemlich sicher. Egal. Jedenfalls, ich glaube, das ist jetzt erstmal auch der letzte Part hiervon, weil, naja, es ist, glaube ich, wirklich nicht so geeignet als richtiges Let's Play. Das ist eher so, naja. Hallo? Tag auch. Ja. Okay. Emma Vonell. Ja. Das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich euch einfach ein Ending zeigen wollte. Und ja, ihr seht, es gibt 20 Enden und naja. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch schnell den Tag fertig und ich glaube, dann lasse ich es auch erstmal und damit würde ich sagen, ist dann auch das Let's Play beendet, weil, wie gesagt, jetzt können wir uns das Ganze nochmal anhören. Ja, guten Morgen, tschüss, beeil dich, du redest zu langsam. Ah, wieso braucht er so lange, ist echt. Aha, bla bla bla. Abteilung Ostgerestin, Sonderermittler, Ministerium für Information, Büro für Ermittlungen. M. Vonell, keine Ahnung, was genau, das, wofür das M steht. Markus, keine Ahnung. Aha. Aber echt schlecht gezeichnet, also echt. Man kann doch wohl ein schönes Quadrat anstatt ein schön gerades Quadrat. Ihr wisst, was ich meine. Das ist viel zu hässlich. Er besucht Verwandte. Okay, nein. Abgelaufen. Jetzt geht's gleich los wieder mit diesen Leuten, die einfach gar nichts drauf haben. Freunde besuchen, passt. Ein Monat Impor Enkyo, passt. Leto, Olli, stimmt das mit den Dokumenten? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, das stimmt. Passt, ich würde sagen, das sieht gut aus. Olli Leto. F2R 64 W3 MGU. Passt. Weiter geht's. Okay, wer ist der Nächste? Die Frage ist jetzt halt natürlich, was mache ich jetzt erstmal stattdessen? Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal ein bisschen mehr Valkyria Chronicles rausbringen, weil das wird ja auch irgendwann dann mal fertig werden, oder? Ich hoffe mal. Jo, Geburtsdatum passt, Name passt, Veskilo Diktrik passt, Orwetsch passt, Gewicht, Größe, alles in Ordnung. Aha. Interessant. Aber das werden wir leider nicht mehr so richtig zu sehen bekommen. Das wäre so eine, sag ich mal, eine Art Bonusmission, bei der man jeden Arbeiter, der ein Ingenieur ist, das geben muss. Er besucht Verwandte in ein paar
ein paar Wochen bleibt. Ich habe es einfach schon mal vorbereitend abgestempelt. Besuch hatte. Ich habe jetzt verkackt. Ich hätte nicht gleich auf Ablehnen klicken sollen. Das ist jetzt verhängnisvoll. Aber ich bin zum Glück gerettet, denn er ist keine Frau. Ab in den Knast, du Dreckiger! Ja, solche Leichtsinnigkeiten sind halt manchmal etwas unpraktisch dann. Ja, Schreibfehler. Ja, selber billig und scheiße. Ich meine, komm schon, Dienst nach Vorschrift, das ist so eine wundervolle Auszeichnung. Ich meine, kommt schon. Nur zu Besuch passt, ein Monat passt. T-Mobile, hey. Okay, ganz behindert aussprechen. Also, ja, egal. Ist ganz merkwürdig. Antigrie. Großkraus passt. Du kannst. Ingenieurswesen gut. Du hast Arbeit. Ein ganzes Jahr. Wer ist Kristin Nicole Garova? Das scheint mir alles zu passen hier. Ich glaube, da ist dann so eingestellt, dass täglich ein Ingenieur kommt. Und naja, das ist toll. Jamil Lunatev. Lunatev Jamil passt. Groß Chaos. Das haben wir davor erst nachgeschaut. Männlich passt, Foto passt, C6 bla bla. Passt, hat er gesagt, dass er einwandert? Ja, will er. Das ist in Ordnung. Viel Spaß. Okay. Zwei Tage, jo. Josef oder Viktor? Was? Mich gerade selbst an Little Britain, wieso tue ich das? Okay, ich hoffe. Egal. Mal wieder ein Terrorist. Tja, das Geschenk verbrennen wir wie immer. Umzug in Klasse 7. Okay, das kann ich jetzt. Ich weiß nicht, solche. Ah, ich hätte zwar eigentlich nur diesen einen Tag zu machen, oder? Naja. Was soll's? Wisst ihr was? Entschuldigung. Ich glaube, ich versuche mir jetzt einfach zu verschulden. Dann zeige ich euch gleich noch ein. Zeige ich euch einfach noch, wie es dann aussieht, wenn man sich durch Verschuldung verliert. Vielleicht. Paradiesener, 90 Kilo, passt. Mit Absicht jetzt falsch machen.
Ach Mann, jetzt gibst du mir wieder Geld, oder? Dann wird das da doch nur schwerer wieder. Es wird natürlich schwer werden, das alles dann loszuwerden. Zwei Wochen war dieser Francesca, passt nicht. Schau mal, wie viel ich dann einfach an Geld verlieren kann. Durchreisen in ein anderes Land, 2 Tage. Slindet, Claudia. Les Renardi ist doch nicht in Republien, oder? Doch, ist es tatsächlich. Okay. Das mache ich jetzt einfach komplett hier so durch Arbeit. Ich gebe es ihm und lass ihn dann weggehen. Ich weiß gar nicht, ob das klappt. Ah, das fehlt noch. Ist mir im Weg. Jetzt sind es schon 15 Credits. Bußgeld. Besuch. Okay. 8 Wochen. Das stimmt alles, Elena. Nee. Sie hätte eine falsche Passnummer. Er will arbeiten für einen Monat. Kyrill Torelov. Skorista Stadt. Das Gewicht stimmt nicht. Kannst rein. Glaubt ihr, ich schaff das noch? Ich glaube, ich schaff das noch. Hohe Stirn, 75 Kilo, Einwanderung unbegrenzt. Was auf, fuck, der war richtig, das habe ich richtig gemacht. Wieso habe ich das richtig gemacht? Ostgristin, du kommst rein, du gute Rechtschreibung, sehr gut, Gristin. Nee. Okay, wen gibt's? Was ist hier? Arbeit, ein paar Monate, kinnlang, lockige kinnlange Haare, stimmt alles. Das Bild stammt Glowing Mauer, stimmt. Luftverkehr, Kalott. Der Name stimmt nicht. Gut. Dann kann ich dich hereinlassen, wenn der Name nicht stimmt. Jetzt, glaube ich, geht's dann schon auf 50 zugleich. Arbeit, wieder mal. Ein Jahr, 176. Sombra, Rachel. Oder Rachel oder wie auch immer. Kommt drauf an. Na, bei Rachel gibt's ja nicht den Namen. Rachel, wenn dann, ja. Rachel wäre deutsch eher. Ja, Rachel wäre deutsch.
Weil ich dachte jetzt kurz an Spanisch, aber wenn ich jetzt überlege, Spanisch ist es Raquel mit Q. Fuck! Ich bin zu gut, um zu verkacken. 172, einige Wochen Transit, Kuckig, Passnummer, Glatze. Besuch, okay, 76 Kilo. 6 Monate, passt. Rein mit dir, schnell. Ach. Okay, Ostgrästin, Genistora, Geburtsdatum richtig, Gewicht ist falsch, also kannst du rein. Ich glaube, jetzt habe ich genug Falsche dann langsam reingelassen. Jetzt geht es nämlich schon auf 50 zu. Ist schon mehr als 50, meine ich. Transit ist abgelaufen. Schnell auch rein für den Fall, dass es ein Terrorist ist, weil das kann passieren, wenn man Pech hat. Ja, ist ein Terrorist. Lustiger Zufall. Genau dann, was ich sag. Perfekt, ich hab Schulden. Din din din, de de din din, din din din, de de din din. Es lebe Arstotzka, es lebe. Be a a sto ska a sto o ska. Ich sing die Melodie ganz falsch. Ich bin schlecht. Ich lasse es einfach mal. Okay, jedenfalls, ich würde sagen, das war's auch erstmal mit Papers, Please. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Ich glaube, ich lasse es erstmal jetzt so. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber naja. Jedenfalls, ich versuche mir jetzt mal was anderes zu überlegen, weil ich finde es nicht so geeignet für einen Let's Player. Ich finde es ist schon ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, kostet nicht zu viel, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal bei was auch immer ich machen werde. Bis denn.